Beschreiben Sie das Subsidiaritätsprinzip im Umweltschutz. Nun, dieses Subsidiaritätsprinzip ist nicht nur ein Prinzip des Umweltschutzes, sondern ist auch Prinzip insgesamt unserer Verfassung, eines föderalistischen Systems. Das Subsidiaritätsprinzip ist das Prinzip der Selbstverantwortung. Das Prinzip der Selbstverantwortung. Und das bedeutet, wenn wir hier eine kleine Einheit haben, jetzt gehen wir wieder auf Umweltschutz, eine kleine Einheit, sagen wir mal, das ist eine Gemeinde, dann soll diese kleine Einheit ihre lokalen Umweltschutzprobleme, zum Beispiel Müllentsorgung, selber lösen. Prinzip der Selbstverantwortung bedeutet, Probleme selber lösen innerhalb der kleinen Einheit. Zum Beispiel kann diese kleine Einheit problemlos für sich selber die Hausmüllentsorgung lösen. Und erst wenn das nicht funktioniert, und das funktioniert zum Beispiel nicht für Luftbelastung, ja, für den Hausmüll funktioniert das, aber für die Luftbelastung funktioniert das nicht. Warum? Weil der Wind sich nicht an die Grenzen hier hält. Ja, noch nicht mal an die Grenzen des Bundeslandes und noch nicht mal an die Ländergrenzen. Wenn das nicht funktioniert, dann eingreifen durch nächst größere oder übergeordnete Einheit. Ja, also Kommune, dann Landkreis, Bundesland, Bundesrepublik, also das wäre dann ein Problem der Bundesregierung. Oft reicht auch das nicht. Da braucht man eine weltweite Lösung für solche Probleme. Ja, das ist das Prinzip der Subsidiarität. Selbstverantwortung der kleineren Einheit. Nur wenn diese Selbstverantwortung nicht funktioniert, dann erst eingreifen der nächstgrößeren Einheit. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.